Viel Spaß beim Match wünschen Ihnen die Firmen KPG und Einet. Mit einem Endergebnis von 6:1 feierte die Mannschaft des TTC Obdach gegen den SV Breitenau einen eindeutigen Sieg. Doch so glatt wie dieses Ergebnis am Ende war, waren es die einzelnen Partien nicht wirklich. Doch der Reihe nach. Bevor man gegen den Tabellennachbarn SV Breitenau antrat, wurden an den Nachwuchs in Obdach neue Dressen übergeben. Sehr zur Freude der begeisterten Kids und dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren. Ja, das ist natürlich sehr wichtig für die Jugend, eine Motivation, dass sie zum Spielen kommt und auch weiter beim Verein bleibt. Und natürlich ist es auch so, dass wir auch sehr viel Jugend haben und vielleicht für den einen oder anderen, dass er auch in den Meisterschaftsbetrieb einsteigt. Wie immer wurde die Begegnung mit dem Doppel gestartet. Ernst Hackhofer und Martin Miesbacher trafen auf Horst und Patrick Kremnitzer. Während den ersten Satz ganz klar die Herren aus der Breitenau für sich entscheiden konnten, erwachte beim Team Obdach der Kampfgeist und die anfänglichen Schwierigkeiten waren vergessen. Endlich im Spiel konterte Obdach mit guten Angaben und sorgte schlussendlich mit 11:7 im zweiten, 11:9 im dritten und 16:14 im vierten Satz für den ersten wichtigen Punkt für die Heimmannschaft. Heiß her ging es dann vor allem in den Einzelpartien. 3 der 6 Entscheidungen fielen erst im fünften Satz. Und das, obwohl die Obdacher ordentlich vorlegten, haben sie doch in allen 6 Partien den ersten Satz für sich entscheiden können. Doch der SV Breitenau zeigt seine Stärke und die Folge sind spannende Duelle für Spieler und Zuseher. Vor allem Mario Probst vom TTC Obdach zeigt an diesem Abend vollen Körpereinsatz und holt die glühenden Kohlen aus dem Feuer. In gleich 2 5-Satz-Partien sorgt er für Nervenkitzel pur und überzeugt auf ganzer Linie. Vom SV Breitenau gibt's dafür anerkennende Worte, auch wenn die Herren nach Obdach gekommen sind, um zu gewinnen. Dass wir Außenseiter waren, haben wir eigentlich gewusst, weil unser Hansa ist verletzt. Und die Spiele gegen Obdach haben die letzten schon gesagt, die sind meistens auf Messerschneide bis knapp. Und diesmal war es eigentlich vom ersten Spiel weg, so dass knapp zu Obdach gefallen ist, aber verdient. Sie haben meiner Meinung nach verdient gewonnen. Ja, es war extrem spannend. Ich habe 2 Matches im 5. Satz gewonnen. Und ja, es war eine kämpferische Leistung von mir. Und ich habe gutes Service gespielt heute, sehr aktiv mit der Vorhand gespielt und es hat den Gegnern Probleme bereitet. Ihr habt sie recht gut angefangen, gleich einmal das Doppel für euch entscheiden können. Die Einzel waren dann doch ein bisschen schwieriger. Habt ihr eigentlich damit gerechnet, dass es so schwer wird? Eigentlich sind es Tabellennachbar. Wir sind 5. Breitenau ist am 6. Platz. Und wir haben schon mit einem schweren Spiel gerechnet. Und heute sind Gott sei Dank die knappen Partien für uns ausgegangen. Also das Ergebnis war eigentlich höher als erwartet, muss ich sagen. Alles in allem sind sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe begegnet und haben für einen spannenden Tischtennisabend in der Oberliga gesorgt.